Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Wir spielen die Oxbome. Hallo! So, wir haben heute wieder wunderschönes Wetter. Das finde ich toll, denn wir können uns nämlich unser Deko von der letzten Folge anschauen, also was wir dann zusammen gebaut haben. Oder fertig gemacht haben. Gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ich habe das auch in meine anderen Let's Play mit Razimir umgesetzt. Da wird auch schön mit der Umrandung, mit der niedrigen Flechtzäune dekoriert. So, was wir heute machen. Ich habe mir gedacht, wir haben in der letzten Folge ziemlich viel dekoriert. Wir müssen uns auch um unsere Quests kümmern. Ich schaue mir erst meine Verwaltung an, ob da alles in Ordnung ist. Glaube aber, da werde ich noch keine Meldungen haben. Es ist noch zu früh. Ich glaube, wir machen uns einfach auf den Weg und lassen es auf uns zukommen. So, Dachsjagen. Also die Quest verfällt nicht. Da lasse ich mir noch Zeit. Genauso wie mit der Otkos-Rettung. Ich weiß, dass ich dann mit Otka nach Skokimos und ziemlich lange reden mit dem Vater, beziehungsweise er wird dann mit dem Vater reden. Die Quest habe ich bei jemand anderen schon mitbekommen. Es ist ziemlich langweilig. Möchte ich jetzt nicht machen unbedingt. Ich glaube, wir fahren jetzt nach Skoki und schauen uns wieder am See um. Ich glaube, das war Skoki, ne? Oder Ostheuer war das. Entschuldigung. Ostheuer. Ich meine, ich könnte jetzt mit dem Otka reden. Der will, dass ich ihn dann begleite nach Skoki. Kann ich jetzt aber nicht. Ich hoffe, dass, wenn ich mit dem jetzt geredet habe, dass er auf mich einfach dann wartet. Wenn wir schon dann in Piastovia sind, können wir mit dem Otka sprechen. So machen wir das. Ja, da bei Ostheuer am Seeufer, da muss ich wahrscheinlich Fisch wieder abliefern. Ich weiß aber nicht, was für Fisch. Tja, Michael meinte, dass da ein Händler, Fischhändler in der Nähe sein sollte. Ich weiß nicht, ob er dann alle Fische zur Verfügung hat, die ich brauche. Das werden wir herausfinden. So, Otka, da bist du. Geh weg. Es ist vorbei, Otka. Was soll das bitte heißen? Dein kleines Rebellionsspiel ist zu Ende. Was? Was hast du getan? Ich habe getan, um was mich dein Vater gebeten hat. Dein Leben gerettet und dich davon abgehalten, einen großen Fehler zu machen, der sich nicht mehr hätte rückgängig machen lassen. Du verdammte... Ich brech dich in der Mitte durch wie einen Zweig. Das wirst du nicht. Denn tief in dir weißt du, dass ich recht habe. Halt's Maul. Du hast all meine Pläne ruiniert und dafür wirst du büßen. Wie willst du mich anstelle des Königs töten? Ist Töten alles, das du noch kennst? Mach so weiter und du wirst es herausfinden. Hörst du überhaupt, was du sagst? Du benimmst dich wie ein unzufriedener Junge. Das muss aufhören. Hör auf zu sagen, dass... Geh einfach und rede mit deinem Vater. Es ist eindeutig er, auf den du wirklich wütend bist. Nicht ich und nicht der König. Du hast recht. Er ist derjenige, der einen anderen Teil meines Lebens zerstört hat. Und alles, was ich versucht habe zu tun, war, unsere Blutlinie von dieser schändlichen Schwäche reinzuwaschen. Oh, ich werde mit diesem Bastard reden. Ich rede jetzt gleich mit ihm. Ich werde dich begleiten. Nur für den Fall. Nur für den Fall. Okay, aber später. Ich lasse ihn einfach laufen, mal gucken, was passiert. Ich will erstmal nach Ostheuer. Ja, der wird da irgendwo warten. Hoffentlich. So, ich möchte bitte nach Ostheuer.
Die Stelle war hier, ne? Dann mal schauen, was uns heute hier erwartet. Notiz. Dieses Mal ist der Korb nicht leer, sondern bis zum Rand mit Münzen gefüllt. Es muss ein kleines Vermögen sein. Ein neuer Brief liegt daneben. Lies die Nachricht. Der Brief ist genauso geschrieben wie die zuvor. Es könnte allerdings sein, dass sich die Lesbarkeit etwas verbessert hat. Dort steht: Guter Mensch, Belohnung, ganz nehmen. Bis dann. Danke für all den Fisch. Nimm den Brief und geh. Der Korb mag noch immer etwas fischig riechen, aber mit all den Münzen gefüllt sieht er schon viel ansprechender aus. Stecke die Münzen in deine treue bodenlose Tasche. Das angenehme Klimpern der Münzen lässt dich die Mühe des Fischens vergessen. Kehre zu deinem Alltag zurück. 500 Münzen, das ist doch schön. Keine Panik, abgeschlossen. Sehr gut. Das war doch nicht so schlimm. Ich dachte, ich muss noch Fisch holen. So, haben wir hier in der Nähe Dachs. Ich will eigentlich nicht jagen. Hier ist Dachs. Nein, ich lasse es. Das mache ich, glaube ich, ohne euch. Wenn ich jetzt direkt nach Skauki fahre, wird er da warten? Wollen wir das hinter uns bringen? Ich glaube schon, müssen wir sowieso machen, ne? So. Bring mich nach Skauki. Könnte sein, dass er da wartet. Ne, der wartet da irgendwo auf dem Weg. Schade. Was soll's? Ich hab jetzt keine Lust hier zu laufen. Jastovia, bitte. Es reicht, wenn wir zurück mit dem Wodka laufen müssen, ne? So. Wodka, renn los. Na komm. So, zur Seite, wir haben es eilig. So, zu Hause gibt es 17 Meldungen. Die lasse ich jetzt. Die werde ich jetzt nicht beachten. Kommt er mit? Warum steht er da? Bin ich zu schnell? Ach ja. Ist ja ganz schön dreckig, der Otka. Immer aufpassen, nicht dass er stehen bleibt. Dann schauen wir uns die Gegend an, unser schönes Dorf. Ich habe eine Idee.
Ja, ziemlich gewachsen. Supi. Und weiter. So, husch, husch. Ich den kriege. Werden wir wohl sehen. Ja. Ich hätte gern die andere Sicht noch, ne? Wo man die Tiere aufspüren kann. So, weiter geht's. So, der hat gewartet. Dann renn mal los. Mensch, schwenk die Hufe. Schön auch, wenn die sagen, dann ich soll ihnen folgen. Muss ich immer aufpassen, wo die bleiben. Zu Gilberts Haus müssen wir. Kommst du? Ja. Mensch. Mensch, Mensch. Augenblick bitte. Danke, ich musste wieder kurz husten. So. Otko, mein Sohn, ich war so feige, meine Pläne selbst über den Haufen zu werfen, was? Ich wusste, du würdest mir nicht zuhören. Du hörst nie zu. Und was ist mit dir? Wann war das letzte Mal, dass Herr Wichtiger Dorfvorsteher den Rat von jemand anderem ernst genommen hat? Du bist so verdammt alt und stur, um zu sehen, wie falsch du liegst. Ich bin stur, du hast darauf bestanden, auszuziehen. Du ignorierst fortwährend deine Brüder, als würde er gar nicht existieren. Tut mir leid, ihr Lieben. Ich kriege das gar nicht so schnell gelesen. Ich hoffe, ihr kommt gut mit. Ich mache mich hier so klein. Dann könnt ihr es vielleicht selbst verfolgen. Das ist kein Quatsch, wenn ich hier nur die Hälfte vorlese. Das werden wir jetzt zusammen durchstehen. Aber schön, dass die beiden sich endlich aussprechen.
ein bisschen was trinken. So, das Gespräch zwischen den beiden ist zu Ende. Ich check kurz die Quest. Es stand, wir müssen auf die nächste Jahreszeit warten. Ja, jetzt weiß der Edgar, wo er abstammt. Ich muss wieder die P-Taste drücken. So, haben wir hier noch was zu tun? Mich mal kurz die Mappe oder Map anschauen. Nein. Okay. Wir machen uns auf den Weg nach Hause. Dann kann ich mir in Ruhe die Verwaltung anschauen. Hallo da. Bring mich nach Piastovia, bitte. Ich werfe noch kurz einen Blick auf die Anschlagtafel hier in Piastovia. Kontrolltrank. Achso, ich habe noch keine Flakons. Die habe ich mir schon angeschaut, die Quests, ne? Karotte, Holzschale. Habe ich zu Hause Karotten? Könnte sein. Ich nehme an, ich kaufe hier 23 Karotten. Das haben wir auch. Da oben möchte ich jetzt nicht. So, einmal 23 Karotten. Bosnomi ist am Tanzen. So. Karotte. Best good, so long. Jupp, danke dir. Tanzst du mal weiter. So, der Mann. Guten Tag, Bürgerin. Ich habe ein paar Sachen für das Eintopffest dabei. Sehr gut, das Fest fängt gleich an. Mein Magen knurrt bereits. Ja, nichts. Geht über einen guten Eintopf. So, der Mann, ich hab noch was. Sei willkommen, Steuerzahlerin. Reichen diese Steine? Die sehen solide genug aus. Hier ist deine Bezahlung. Du kannst dir davon wahrscheinlich keinen neuen Rücken kaufen, der den ersetzt, den dir das Tragen all diese Steine zerstört hat. Aber es ist immerhin etwas. Ein neuer Rücken wäre wirklich schön. So, steinreich. So, wir warten auf die nächste Jahreszeit. Genau. Dann machen wir uns jetzt auf dem Weg nach Hause.
Wir müssen gleich ein Bad nehmen. Ich glaube, ich laufe wieder durchs Wasser. Da ist jemand fleißig. Die Bratislava ist am Schnorcheln. So, Schluck Wasser. Und weiter. Ich könnte eigentlich mit meinem kleinen Sohn reden. Ne? Mit dem haben wir auch schon lange nicht geredet. Ist er hier irgendwo? Nein. Genau. Radost, wo bist du? Hey Mami, ich habe Kleinigkeit für dich. Nimm ein Holzbeeren heute. Danke Mama, du bist die Beste. So, was beschäftigt dich im Moment? Heute habe ich im Wald eine Eidechse gefunden. Die war irgendwie eklig, aber ich habe sie trotzdem in der Hand gehalten. Ja, sehr schön. Mach sie gut kleiner. So, Dobermesser hast du auch schon geschenkt bekommen. Kriegst auch einen Holzbären. So, mach's gut. Marvel, du auch. Kaninchen. Ja. Mach's gut. Oh, ich liebe die Kinder im Spiel. Sie sind so putzig. So, wir wollten uns die Verwaltung anschauen. Ja, jede Menge Häuser. Mine, da haben wir noch keinen. Fischer heute, da hab es immer an dem Arsch. Ist das? Landwirtschaft, Scheune. Verdorbenes haben wir nicht. Ist mir egal. Hier ist bestimmt dasselbe in dem Fall. Tierfutter haben wir kein Stroh. Das ist nicht so gut. Ich gehe die lieber so durch. Gänsehaus, da fehlt jemand. Das ist die Mami, ne? Schmiede, das ist die unten am Wasserfall. Sehr gut. Werkstatt 3. Ton und Bretter. Ton und Bretter. Habe ich da zu viel weggeklaut letztens? Ich möchte ungern was umstellen. Habe ich zu viel in der Tasche? Ich sehe das schon. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll. Dann müssen wir das hier endlich ausbauen. Ja. Nicht, dass jetzt alles verteilt ist in den Arbeitsstätten, in den Truhen, das ist immer... Ich hoffe, wenn die das da selbst reinlegen,
die Dorfbewohner, dass die das auch, wenn die das brauchen, da auch rausnehmen. Ne? Das wäre sonst ganz schön blöd. So. Da habt ihr wieder ein bisschen Platz. Zeig mal bitte, wie das mit der Kapazität jetzt aussieht. Nicht so. Wir brauchen noch unbedingt ein Lager. Habe ich das Lager eigentlich am Wasserfall schon fertig? Das ist eine gute Frage, oder? Lager. Was habe ich jetzt alles im Inventar? Müsste reichen. Ja, nützt ja nichts. Es muss sein. Wir rennen schnell hin. Oder wir bauen uns hier noch ein Lager. Aber wo, ne? Hier würde sich das auch irgendwo anbieten in der Nähe, aber ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Richtung ich anschlagen möchte. Und am Wasserfall brauchen wir sowieso ein Lager. Wir haben 17,55. Das kriegen wir doch hin. Den ganzen Weg mit dem Hammer in der Hand. So, wir nehmen die Abkürzung. Ich hoffe, dass das eine Abkürzung ist. Da waren irgendwo Wölfe auf der anderen Seite, ne? So, aber wir haben bald auch eine andere Jahreszeit. Also kann ich hier ruhig übernachten, dann werde ich wohl zurück nach Hause gebeamt. Das ist auch nicht schlecht. Dann brauchen wir nicht den Weg zurücklaufen. So. Das Lager ist hier fertig. Dann bauen wir das aus. Könnte man schon die Bretter reinkloppen. Und es ist wichtig, dass das auch fertig ist, nicht, dass wir halt Baustelle hier haben. Dass wir ja, wenn wir weitermachen wollen, nicht, dass wir keinen Zugriff auf Materialien haben. Obwohl, diesmal habe ich genug in der Tasche, aber ich vergesse oft immer irgendwas mitzunehmen, was ich unbedingt brauche. So. Das Lager ist fertig. Was ist hier los? Ich dachte, da steht jemand. Ich habe schon Angst bekommen. So.
Ich habe es noch nicht umgestellt, ne? Dann machen wir die Tür weg. Und wir machen den Eingang hier hin, oder? Oder hier hin. Aber wir könnten auch ausnahmsweise hier auf der Seite machen. So, das Haus ist auch fertig. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Häuser. 3 Häuser für die Minenarbeiter. Das sind 6 Leute. Hier 2, das sind 8 Leute. Also wir haben 4 Häuser. Wer war das damals? Nahrungsmittellager wäre nicht schlecht hier. Derjenige, das war glaube ich Johannes, ne? Warum nicht? Dann haben wir wieder mehr Kapazität. Bauen wir hier hin. Setze ich ein bisschen nach hinten. Will ich das so? Ach, warum nicht? Lieber von der Seite. So, endlich haben wir es geschafft, auch hier an unseren Minenspot vorbeizuschauen, ne? Das vergisst man immer, dass man hier auch was geplant hat. Häuser stehen hier schon, für die wir schon Steuern bezahlen, aber es passiert nichts. Aber bald. So. Ich schaue mir jetzt das Volumen. Jetzt sind wir bei 6000 Kilo. Immer noch nicht viel. Wir brauchen unbedingt die Stufe 3. So, ihr Lieben. Ich mache hier irgendwo ein Feuer. Wir haben hier Feuer. Dann gehen wir schlafen. Gut. Dann nicht. Erstmal Fleisch fertig machen. Lege ich aber schnell in das Lager, bevor ich schlafen gehe, nicht dass es so schlechter wird. So. Und einmal schlafen bis zum Winter. Bis zum Winter. Ja, bis zum Herbst, ne? Der Herbst ist da. Hallo da. Hallo Schatz, was beschäftigt dich im Moment? Oh nein, ich habe meinen Stein verloren. Hast du ihn gesehen? Er ist rund und grau, absolut einzigartig. Habe ich leider nicht. Wir haben einiges geschafft. Ich habe nie gedacht, dass wir tatsächlich an einem Minenspot da was fertig bauen heute. Da bin ich sehr zufrieden mit unserer Leistung heute.
Wir haben jetzt Herbst. In der nächsten Folge schauen wir uns zusammen die Verwaltung an. Ich hoffe, dass sich da was getan hat, dass ein paar Frauen wieder arbeiten können. Ich danke euch fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und freue mich auf euch beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.